Auf Hawaii bewegt sich die Lava des Kilauea-Vulkans weiter auf bewohnte Gebiete zu. Die Behausungen von rund 4000 Menschen sind in der aktuellen Flussrichtung bedroht. Der Lavastrom könne laut Behörden sowohl Geschwindigkeit als auch Laufrichtung binnen kurzer Zeit ändern. Dutzende Einwohner der Ortschaft Pahoa und der Region Puna waren darum bereits am Wochenende aufgefordert worden, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Auch eine nahegelegene Schnellstraße könnte bald betroffen sein. Die Lava hatte ihre Reise bereits im Sommer begonnen und war Ende September vorübergehend zum Stillstand gekommen. Behörden verfolgen seitdem jede Verzweigung des Lavastroms.